geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's mal ein bisschen was Besonderes. Und zwar habe ich ja schon meine Wohnung eingerichtet, aber es fehlen einige kleine Details. Und da dachte ich mir, hole ich mal einen kleinen Special Guest dazu. Mama, kannst du mal kurz kommen? Ja. Kleinen Special Guest, die mir unter die Arme greift und mir ein bisschen hilft. Das ist meine liebste Mutti. Ich hoffe, man sieht dich überhaupt von der Höhe. Ja, wir gehen jetzt zusammen in die Stadt, ein bisschen einkaufen, ein paar Kleinigkeiten besorgen und ihr seid mit dabei. Wir gehen auf Shoppingtour. Genau. Mit euch. So Leute, wir sind jetzt unterwegs in der Stadt. Sag mal, Mama, hast du eigentlich schon einen genauen Plan, was wir suchen, oder machen wir das einfach freischnauze heute? Wir machen es mehr oder weniger freischnauze. Wie immer, oder? Und gucken, was uns gefällt. Ne? Ja, wir gucken jetzt, was uns gefällt. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Bilder, wäre ganz cool. Bilder wäre cool, eine Flurgarderobe wäre noch cool. Mhm. Ein bisschen so kleine Accessoires. Kleine Accessoires. Richtig gemütlich. Aber da setze ich wirklich auf meine Mama. Ja. Mutti, sei ehrlich. Wie cool ist die Badewanne hier? Oh. Das Kupfer? Also ich würde sagen, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. mit den Kissen aber. Schauen hier schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht unser Laden. Gehen wir zum nächsten, ne? Wir schauen weiter. So, der Mutti versucht mich gerade zu überzeugen, mir das Alpaka-Bild zu kaufen. Ich weiß ja nicht. Ist das nicht stylisch? Hat schon ein bisschen Stil, ja. Vor allem aber Richard das immer beobachtet, als wäre ich mit in der Stube. Oh nein, von Alpaka beobachtet, ich weiß ja nicht. Wir sind gerade hier so ein bisschen in einem esoterischen Laden. Wir haben gerade schon ein paar Duftkerzen rausgesucht und ein paar Vasen und so weiter. Und jetzt schauen wir mal weiter. Mutti, schaut mal, ich finde dieses Kissen hier mega cool. Dann sitzt Richard in seiner Stube in Meditation. Wahrscheinlich meditiere ich, Mutti, oder? Auf jeden Fall. Manchmal ist Meditation gut. Na, wenn du das sagst, da hast du recht. Nee, der ist echt mega cool, aber später. Vielleicht später mal. Das ist ein bisschen teuer, sag mal so. Ja, jetzt gehen wir mal weiter und mal schauen, was wir noch so finden. Im Flur. Ja, aber das wird nicht reinpassen. Ah, doch, könnte passen. Doch, doch, das würde passen. Mama sitzt gerade auf einem guten Stuhl hier. Dirigiert mich vom Stuhl aus und ich schau. Schaut mal, Leute, das habe ich gerade gefunden und das finde ich halt richtig geil. Also stylisch. Hat was, meiner Meinung nach. So, jetzt sind wir in teuersten Geschäften gelandet. Und ich weiß nicht, ob uns jetzt woanders noch was gefallen wird. Ja, wow. wird schwierig jetzt. Ja. Einmal im besten Laden, dann wird es natürlich doof. Eigentlich dachte ich mir, ich brauche ja unbedingt noch einen Kleiderständer, den finde ich auch so stylisch, aber ja. Die Suche geht weiter. Es geht weiter. Die Suche geht weiter. So, Leute, wir sind jetzt gerade in so einem, etwas älteren angehauchten Laden und ich muss sagen, ich habe hier was gefunden. Und zwar den Tisch. Mama, ich bin ehrlich, ich habe gerade einen Tisch gefunden. Ich finde den, glaube ich, noch tausendmal besser. Mutsch, was sagst du zu dem Laden hier? Das ist genau dein Ding, oder? Genau mein Ding. Das ist einfach genial. Wir schauen gerade und ich glaube, wir finden hier was richtig Besonderes. Das ist halt das Geile. Weil das hat keiner, wie Ikea oder so. Wir schauen jetzt mal. Aber mein Favorit ist auf jeden Fall der Tisch hier. Der ist natürlich auch. So, jetzt haben wir gerade was richtig Geiles gefunden, Mama. Ganz neues Teil kriege ich als einen coolen Couchtisch für mich. Ein cooles Bild. Eine coole Flurgarderobe, wo wir noch überlegen. Flurgarderobe, aber ist mir ein bisschen zu alt. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Brauchen wir erstmal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Pause, Schleckermecker. So, jetzt gibt es erstmal eine kleine Kaffeepause. Haben wir uns auch verdient. Für die Mutti hat es nicht ausgehalten. Ich auch nicht. Ich habe schon mein Brötchen reingebissen. Guten Appetit. Und gleich geht's weiter. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Haben jetzt einiges eingekauft. Wir werden jetzt alles auspacken, einräumen, einrichten. Ich werde jetzt noch mit dem Auto losfahren, noch ein paar größere Teile holen, weil ich habe mir noch einen Tisch und ein Bild geholt. Das kann ich so nicht transportieren. Hole ich jetzt schnell und dann wird alles angebracht und dann zeige ich es euch. Ich bin gespannt, wie ihr es findet und ich bin schon mal super zufrieden. Wie man schon sehen kann, rote Nase am Start. Ich habe richtig gefroren, war gar nicht so warm, wie ich gedacht habe. Hat nur eine Lederjacke an. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Ich hole die Sachen und wir sehen uns später. Die Wohnung ist jetzt weitestgehend eingeräumt. Ich bin einfach mega happy. Also Accessoires stehen, denke ich mal, so gut wie. Ich werde klar noch ein, zwei kleine Einkäufe machen, aber das Gröbste steht auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt zeigen, ich war außerdem so krass happy und bin einfach mega froh, dass meine Mom dabei war, weil die hat mir richtig krass unter die Arme geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es ohne sie hingekriegt hätte.
Der hat da so ein bisschen ein Auge für, was ich da nicht so habe. Und deswegen danke nochmal an meine Mom. Ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie euch die Wohnung gefallen hat. Vielleicht habt ihr sogar Verbesserungsvorschläge oder was auch immer. Ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange und zeige euch einfach mal die Wohnung. Meinen langen Flur kennt ihr ja schon, zu denen soll es jetzt aber nicht gehen. Vorher geht es in mein Wohnzimmer. Couch, neuer Wohnzimmertisch. Ich habe mir den Antiquitätenladen geholt. Ich bin einfach richtig happy, dass ich den habe. Ich finde, der wertet den ganzen Raum nochmal auf. Deko ist alles von Mutti, muss man einfach so sagen. Hat es mir krass geholfen. Ja, hier steht mein Fernseher. Richtig schön. Also hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Bild hoch. Ich weiß aber noch nicht ganz genau was. Nun zum Flur. Hier ein bisschen Deko. Auch von Mama und Mann kennt's. Jo, mein Spiegel habe ich hier umplatziert. Der steht jetzt hier. Vorher stand er ja an der Wand. Zum Bad hat sich nicht viel geändert, außer dass es noch viel sauberer ist. Hier habe ich auch einen neuen Schrank hingekauft. Duschvorhang auch neu. Ja, nicht so spektakulär. Nun kommen wir zu meiner Küche. Ja, mein altbekannter Lieblingskühlschrank, den habe ich euch ja schon gezeigt. Küche ist jetzt auch so gut wie ready. Ich habe mir so Sachen gekauft wie Wasserkocher und ja, alles, was man so braucht. Die gute Thunfischpizza ist natürlich auch am Start. Hier mein Essbereich mit einem Bild drüber. Hier kommen noch ein paar Bilder rein. Ich werde mal schauen, was ich da mache. Nun mein Schlafzimmer, kennt ihr ja schon. Da hat sich nicht allzu viel getan. Das bleibt eigentlich erstmal alles beim Gleichen. Vielleicht kommt da auch hier noch ein Bild rein. Das weiß ich noch nicht. Das war jetzt so das, was alles geklappt hat. Eigentlich das richtige Highlight war ja mein Wohnzimmer und ich hoffe, das hat euch gefallen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, der kleine Einblick in mein kleines Reich hat euch gefallen und ich bin super zufrieden damit. Könnt ihr, wie gesagt, auch in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach die Glocke aktivieren und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein.